Ja, die Deutschen haben immer mehr Spieler. Das ist sicherlich richtig. Das macht aber alles nichts. Die Community hat abgestimmt und hat gesagt, ich soll die Bar spielen. Dann spielen wir jetzt die Bar. Bei einem Dreier-Match sollte das ja was werden. Hoffe ich jedenfalls. Er startet in der Garage. Mal die Frage, wer hat dieses lustige Hellgrün erfunden? Oh, was ist denn? Keiner kommt, dann nicht überwehrt. Das ist ein Flieger mit dabei, dann gehe ich hier schon mal rein. Ich freue mich ja jetzt schon wieder auf das Flugzeuggelände, aber so richtig. Jetzt kommt die Bombe wieder zu spät und trifft mich. Der Partybus angefahren. Kommen Sie bei mir mitfahren. Kommen Sie. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht von der Jagd weggeworfen werden oder was sonst noch so mehr fliegen. Der Sniper geht schon mal in Deckung. Kann doch nicht viel los sein. Ein Sniper verschwindet. 1 gegen 4. Na, ob wir das hinkriegen? Wo ist der Headshot? Wo ist der Headshot? Hier ist er nicht. Er ist oben im Dach. Woanders kann er ja auch nicht sein. Ich habe auch ein Sniper. Ein Sniper sitzt oben im Dach. Ich rede gerne mit Biene Maya. Einlaufen. Ich habe mehr Angst vor den Fliegen als vor allem anderen. Oh, ein Gegner. Ein Granatenspam. Sag ich ja, steht oben. Es war aber kein Sniper, er sah jedenfalls nicht so aus. Hier hat er was. Hier schießt doch wer. Wo schießt denn der? Steht er draußen? Er stand da auf dem Dach. Na, Schlafanzug, Man. Alles klar, da war's. Darf ich nach vorne gehen oder kriegen wir es hier hinten nicht gehalten? Ne? Wie sieht's aus, ne? Schnuffi guckt dann mit seinem MG und weiß nicht und bleibt dann doch in der Ecke stehen. So, lassen wir uns vom Sniper hicken. Klar. Alter, wer bist du? Ich hasse dich jetzt schon. Kriegen wir das Ding verteidigt? Ohne Hero Roland. Na? Ich bin doch in der Nähe. Gleich bin ich weg. Oh, husch die Katz. Wer war das? Alter, wie sie den Raum, den Laden da jetzt stürmen. Das ist schon der Hammer. So, wo fahre ich hin? Bleib ich hier? Lass mich hier drauf vorne stehen. Es ist geil, du fährst eine Sekunde nach vorne und kannst gleich wieder komplett den Rückzug antreten, weil hinter dir alles verloren ist. Und da sitzt der erste Sniper. Bremsjunge. Mal sehen, ob wir noch jemanden erwischen. Komm schon. Komm, irgendeiner sitzt hier doch noch. In der lustigen Rundenfahrt hier. Man stinkt hier doch nach Sniper. Headshot oder Roadkill? Headshot oder Roadkill? Wo ist er? Keiner mehr da? Doch, hier war doch einer. Ich habe einen gehört. Wulle, wulle, wap, wap. Küssi, küssi, klapp, klapp. Na, wo wollen wir denn hin? Komm, nur der Headshot kann dich retten. Was ich ja gesagt haben. Ja, jetzt werden wir weggesniper vom dritten Sniper, der auch noch irgendwo rumhängt. Kann ich mich hier heilen, ohne erschossen zu werden? Ja. Sah so aus. Aber gut getarnt, wie die hier alle sitzen. Wenn sie sich nicht bewegen würden, sehe ich die immer nicht. Wenn sie nur da sitzen würden und nichts machen würden, dann würde ich sie auch nicht erwischen. So, dann fahren wir doch einmal außen rum. Wer war das? Wer hat hier mit der Mosi geknispert? Ach da. Überfahren.
Oh Mann, ey. Leute gucken bei mir immer zu und sagen sich, wie einfach ist dieses Spiel? Wie einfach muss das sein? Er fährt durchs Gelände und knallt dir die Leute ab. Ah ne, er befährt sie. Fahren wir hier rein? Ja, Drehung. Ja, seitdem sie das hier neu gemacht haben, ist es manchmal ein bisschen... Vorher war ja kein Haus, sondern nur eine Durchfahrt. Schwuppdiwupp, da kommen wir. Erstmal hier rein. So, der Spawn ist ja jetzt nur noch hier vorne rechts. Ich muss sagen, auf der Entfernung musst du wirklich gut sein. Ne? Sonst triffst du den nicht. Ansonsten, so auf 10 Meter ist die Bar ja wirklich der Hammer. Ne? Wer auch immer wieder gerade auf mich geschossen hat, er sitzt. Jetzt werden wir sterben. Wir könnten allerdings nochmal hochlaufen und ein Medkit holen. Ach, da steht noch einer! Das sind zu viele, das sind zu viele, die schaffe ich nicht. Peinliche Nummer! Den Dreier gemacht, Junge! Oh. Wird so richtig schlecht! Jetzt wird's aber langsam eng! Junge, aber wie schnell die wieder da sind von ihrem Spawn! Wow! Also, wir verlieren immer alles. Ich verstehe es nicht. Ich schieße da vorne alles, was kommt. Ich habe gerade gegen 3, 4 Deutsche gespielt. Das heißt, es fehlen von den 13 Deutschen schon mal 4. Ne? Dann können ja hier nicht mehr so viele sein. Der steht unten in der Tür. Nicht mit mir, mein Freund. Ja, seitdem du siehst, wo die Waffen liegen, ist das schon ziemlich geil. Du kannst reinkommen, es ist keiner da. Nur Hero Roland. Ist alles geklärt, kannst reinkommen. Ist warm, trocken. Bisschen feucht hier, wegen dem Pipi in der Hose von euch. Aber ansonsten, da ist keiner. Leider hat Deutschland jetzt schon alles erobert. Die haben alles richtig gemacht. Ich brauche keins, danke. Oh, da sind ja zwei. Ja, tut mir leid. Da kann ich wieder nichts machen. Wenn ich wieder fürs halbe Team spielen muss, bin ich zwar hier wieder ganz toll, aber das Spiel ist ja wieder nach. Das ist wieder, es ist zu wenig. Für ein Dreier-Match war das echt eine ganz schwache Leistung. Müssen wir noch ein Spiel suchen. Bin schon wieder traurig. Und jetzt wird das Spiel wieder so lang, dass es wieder 30 Minuten dauert, damit ich hier schon wieder fast 2 Stunden dann aufgenommen habe. Das ist schon wieder toll. Das ist einfach herrlich. Gewinn gemacht haben wir trotzdem mit den 10 Minuten. Oh, oh Mann. Na gut. Jetzt aber. Nochmal Angriff. So schnell können wir ja nicht gewinnen hier. Der halbe Bär macht wieder einen Flieger und einen Paratrooper. Das ist doch hier. Und wenn ich schon wieder Loop sehe und dann einen Sniper da laufen sehe, dann ist das schon wieder, dann ist das schon wieder vorbei. Willst du mit? Mach hin. Flachzange, einsteigen. Ich führe? Nein, ich bin nicht Führer des Bus. So ein Ärger. Wer macht schon hier? Sieht nicht so aus. Oben im Dach ist keiner, wo ich jedenfalls.
Na da, so ruhig hier. Ich hasse. Weglaufen, das kannst du. Sniper, einen Schuss abgegangen, weggelaufen. Draußen wird aufgeräumt. Ich bleib drinnen stehen. Cool bleiben, 3 gegen 2. Er räumt auf, muss weg. Ich hab gedacht, ich helfe mal. Das wusste ich, dass alle wieder auf den Türrahmen ziehen. 4 gegen 1, vielleicht noch oben einer am Dach. Ich werde das Gefühl nicht los, dass einer am Dach sitzt. Anscheinend wohl nicht. Einer da. Hat er ganz toll aufgeräumt mit der Thompson. Hat er ganz fein gemacht. Ich habe auch eingeschossen. Lass das Gebäude halten. Komm, du hältst das da. Du machst das toll. Nein, ich lasse dich da. Oh, es hält auf dem Feld. Schön, wenn mal jemand mitspielt. Ich geh mal raus. Zum Angriff. Da 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 da. Natürlich. Und wir halten uns wieder mal für unbesiegbar. Wie kann man nur so viel Luck haben? Also ich hab jetzt, ganz ehrlich, ich hab damit gerechnet, dass ich tot bin. Ich weiß auch nicht, wie man auf 2 Meter so daneben schießen kann. Aber das ist eigentlich immer dieser Aussteigebug. Wenn ich dann aussteige, bin ich ja kurz unsichtbar. Noch einer, noch einer, noch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Na, laden wir nicht. 3 gegen 5, auf jeden Fall Stimmung. Handgranate vor dem Wind, nicht mit mir. 4 gegen 4. 4 gegen 3. 4 gegen 3. 4 gegen 4. Gucken, keiner da. Wo sind denn alle? So, Roland hält die Treppe. Gubbel, 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 gubbel. Keiner da. 3 gegen 5 gehen wir auch mal rausgucken. Da grinst keiner. Da grinst auch keiner. Die stehen alle da drüben. Ah, von hinten erschossen. Ich stehe hier immer noch. Seht du? Ich hab Zeit, mein Freund. Lässig runtergespielt, die Nummer. Nee, ich hatte Deckung. Ich war in Überzahl, das heißt, ich kann mich zurückziehen. Hab die Zeit voll gemoddet, das zu gehen mit Scope. Hätte er keinen Scope drauf gehabt. Hätte uns damit alle über den Haufen geschossen. Aber nein. Der steht unten. An der Treppe. Oder? Keine Ahnung, wir haben ein dickes Korb, aber wir kommen hier nicht weg. E4 sieht gut aus. Jetzt. 5 gegen 1. Hier sind doch eigentlich Paras. Wo sind denn die ganzen deutschen Paras? Das sieht immer so aus wie ein kleines Männchen da hinten. Ich hasse es, Scope! Weil man nie voll durchziehen kann. Deswegen. Ohne Scope hätte ich den jetzt getroffen. Kommen wir hier rüber? Ich muss rüberkommen. Nur der Headshot kann ich retten. Ausweichmanöver, Junge, 2018.
dem Punkt, ich hoffe. Einmal gucken. Einmal gucken. Der ist nicht weitergelaufen. Jetzt hat sich das Scope mal bezahlt gemacht. Keiner hier. Keiner da. Haben wir noch von hinten erschossen oder nicht? Jetzt brauchen wir die Waffe nicht mehr. Den hab ich. Einer steht oben. Ich muss ihn nicht holen. Ich habe Zeit. Wir können auch von oben runterspringen. Da wir O1 haben. Zeit, erst den Punkt einnehmen und dann den Gegner erschießen. Ganz cool. Ohne Probleme, ohne Blutvergießen. Lässig bleiben. Ich mach das schon. Wenn er mich jetzt erschießt, ist eh egal. So, Punkt ist eingenommen. Da kommt er sogar mich holen. Hab ich die doch noch wieder? Super, 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 super Paratrooper. Das könnte noch ein One-Streak werden. Ein Spawn und einmal durch. Und das war noch nicht mal überragend, dass man jetzt sagen würde, wow, hat das jetzt toll gespielt. Das war einfach bis jetzt einmal mächtig Schwein gehabt. So, aber wir werden heute noch sterben. Ein Kopfschuss muss ja heute noch sein. Ohne Kopfschuss gehen wir nicht nach Haus. Haus halt immer 10 Schuss für den Gegner, aber dafür... Hm? Ach, der war schon angeschossen. Ja, es war so klar. Es musste ein Kopfschuss sein vom Para. Es anders geht's nicht. Jawohl, stell dich wieder immer unter. Guck mal, ich bin da hinten gespawnt gewesen. Das ist der Hammer. So, kann ich hier jetzt spawnen, ohne dass mir einer auf den Sack geht? Ja. Ach, ich liebe diese Wagen. Wir fahren einfach weiter auf der Seite. Sehr gut. Heroes and Generals, Tokyo Drift. Kein Problem, machen wir gern. Wir fahren heute mal ganz lässig über B. Nehmen die Umgehungsstraße, nehmen die Ecke hier wunderbar mit. Ganz so, wie man es nicht machen sollte. Nehmen sie jetzt nur eins halten, das ist jetzt die Frage. So, wir kommen hier erstmal schon mal an. Oh. Ich traue mich nicht nachzuladen. Da war doch einer. Oh shit, sind das wieder viele. Jawohl, Alter, du kannst den Wagen gar... Guck dir mal, wie sicher der Kübelwagen bei ihm fährt. Der springt da kurz runter, kein Problem für ihn. Alles kein Ding, ja, machen wir doch mal nebenbei. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ein Wagen, der fährt automatisch gegen Baum. Bei dem Gelände. Das ist immer geil, wie andere Leute mit dem Wagen fahren. Der muss ja wirklich keine Probleme haben beim Autofahren. Schnurgerade fängt er dann den Abgrund runter. Oh, das sollte eigentlich ein Headshot werden. Aber so toll sind wir heute nicht mehr. Danke für meine Waffe. Scheiße, wenn man selber mal nachladen muss, ne? Ach, gegen MP40 verliere ich. Aber ich wollte jetzt eh gerade rausgehen. Deswegen, wir haben da einfach nur um die Ecke geballert wie die Verrückten. Kriegen wir es trotzdem gehalten jetzt?
Er hat auch schneller Nachladen drin, der Drecksack. Das war zu merken. Der spielt mit zwei Badges. Der hat wieder Premium. Premium-Vorteil genutzt und mit Premium-Vorteil gewonnen. Und werden wir wieder weggesnipert. Ich liebe es. Ja, das letzte Medkit. Deswegen nehme ich die Bar halt nicht mit, weil es einfach auch besser ist. Ich habe eine Thompson in der Hand und weil es auch besser ist. Lol, wer hat ihn denn erschossen? M1903. Ach, ich... Ja! Machst du ganz toll, du bist wieder so ein Held. Ach, ey, taktisch so unklug, so unklug. Ja, Spiel verloren, selbst verschuldet wieder. Selbst verschuldet, warum, ne? Warum geht er denn nicht mit rein? Das konnte er nicht mehr schaffen, das geht nicht. Wenn du dich außen hinstellst und die Leute vom Dach runterholst, das mag zwar ganz clever sein für die KD, aber... Solange du nicht im Punkt stehst und fünf Amis drinnen stehen und du da vier vom Dach schießt, ist immer noch einer drin und das Spiel ist verloren. Ne? So, ich kriege zwar am Ende nur 17-4 und heute wird es, glaube ich, irgendwie nicht besser. Dann nehmen wir die zwei Spiele. Aber es war ja ganz amüsant. Die hatten eigentlich gute Waffen, also so schlecht waren die ja nicht ausgerüstet. Ne? Es ist manchmal einfach, ja. Ich meine, so gut war ich jetzt auch nicht. Ne? Also in dem Spiel davor war ich besser, aber da konnte ich nicht gewinnen.